Eine Produktion von Salto. Una produzione di Salto. 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 Ich glaube, es wäre falsch zu glauben, dass die Attentatswelle praktisch dazu geführt hat, dass die Italiener Angst bekommen haben und dann auf einmal gesagt haben, nein, da müssen wir jetzt sofort umlenken. Im Gegenteil, in der ersten Phase hat es zu schlimmeren Folgen gebracht. Nicht? Die Beschlagnahmung der Hotels, die Besetzung des ganzen Landes und die Razzien und so weiter. Aber das, was zur Wende geführt hat, ist der Prozess gewesen. Einerseits konnte der italienische Staat zeigen, gut, wir sind imstande gewesen, die ganze Organisation aufzudecken, und dieser Prestigefaktor ist natürlich immer wichtig. Man kann nur verhandeln mit jemandem, der sein Prestige irgendwie das Gesicht wahrt. Bombenjahre. Die Geschichte der Südtirol-Attentate. Franz von Walter, Journalist. Teil 2 seiner Erinnerungen. Kapitel 1. Der große Prozess. Schauen Sie, die Stimmung war, also bevor der Prozess begonnen hat, hat man befürchtet, dass das zu dass dieser Prozess in einer ganz vergifteten Atmosphäre abgewickelt wird. Einerseits ein Teil der österreichischen Presse, die haben Schauernachrichten da verbreitet, auch die APAC damals, kann ich mich erinnern, auch der damalige Redakteur, mit den, dass praktisch Italien da einen Schauprozess vorbereitet nach stalinistischem Vorbild, so war es auch zu lesen. Andererseits auch die italienischen Medien, auch im Corriere della Sera, der Augusto Guerriero, kann mich erinnern, der hat eben auch ganz scharf, also da muss man jetzt exemplarisch vorgehen und das jedenfalls kleinkriegen, diese Terroristen, sowas, so war der Tenor der Italiener. Vom 8. Dezember 1963 bis zum 16. Juli 1964 geht am Mailänder Schwurgericht der erste große Prozess gegen die Südtirol-Attentäter über die Bühne. In diesem sogenannten ersten Mailänder Prozess sind insgesamt 91 Personen angeklagt. 6 Österreicher, 1 Deutscher und 84 Südtiroler Mitglieder des Befreiungsausschusses Südtirol. 69 davon sitzen seit 2,5 Jahren in Untersuchungshaft. In diesen 8 Monaten werden insgesamt 94 Verhandlungstage absolviert. Franz von Walter ist als Prozessberichterstatter der Tageszeitung Dolomiten in Mailand präsent und bei fast allen Verhandlungen mit dabei. Ich muss sagen, wir haben auch von den Dolomiten aus versucht, ich habe damals einen Leitartikel geschrieben, kurz ein paar Tage vor Beginn des Prozesses, wo ich eben versucht habe, irgendwie mäßigend einzuwirken, habe auch diesen Leitartikel dem Chef der ANSA geschickt oder hingebracht sogar am Abend, dem Gobetti, mit der Bitte, er möchte doch vielleicht einige Sätze übersetzen und über die ANSA verbreiten. Und das ist dann auch in die italienische Presse gekommen am Sonntag danach, und das hat eine, muss Kaiser machen, die Dolomiten schreiben in einer sehr maßvollen Weise und so weiter. Der Prozess selbst, der Beginn des Prozesses, da war eigentlich schon, zuerst schon natürlich ist man beeindruckt gewesen von der Art und Weise, wie sie alle halt da vorgeführt haben. Aber der Prozess, während des Prozesses war die Stimmung eigentlich eher entspannt. Dank dem Präsidenten, auch dank dem Staatsanwalt. Spannungen hat es ab und zu gegeben, wenn der Staatsadvokat oder auch der damals der Andrea Mitterl irgendwelche nationalistische Tiraden von sich gegeben hat. Aber an und für sich ist die Stimmung in Mailand eigentlich recht
entspannt gewesen. Das glaube ich schon. Es sind jeden Tag auch Angehörige nach Meilen gekommen, die da zugeschaut haben, manchmal auch in Tracht und so weiter. Ne? Aber der Prozess ist sehr in einer ausgesprochen entspannten Atmosphäre abgewickelt worden. Von unserer Seite hat man natürlich gefordert, wenn es zu einem Prozess kommt, dass dieser Prozess fair geführt wird und da ist das auch alles Mögliche vorbereitet worden. Und ich glaube aber auch, dass auch von italienischer Regierungsseite nicht auch hier Einfluss ausgeübt worden ist auf die Justiz. Nicht? Es wird zwar immer gesagt, das wird nie getan, aber das wurde sicher gemacht, dass, mit diesem Prozess einerseits der Staat zeigen kann, wir haben die Sache in der Hand, aber andererseits irgendwie die der italienischen Öffentlichkeit gegenüber, die eine entgegenkommende Politik gegenüber den Südtirolern gerechtfertigt erscheint. Und deswegen glaube ich, das, was wirklich die Wende in der Südtirolpolitik gebracht hat, war der Prozess. Der Prozess ist vom Präsidenten Simonetti und auch vom Staatsanwalt, auch wenn er hohe Strafanträge gestellt hat, aber er in einer sehr fairen Weise geführt worden. Er hat sich ja erstreckt über vom Dezember bis zum Juli, wenn ich mich nicht irre, jedenfalls über mehrere Monate. Und es wurden wirklich alle, es wurden nicht nur also Entlastungszeugen zugelassen, die Alibis und so weiter und solche, also rein prozesstechnische Sachen jedenfalls. Ganz ausführlich ist jedenfalls die politische Motivation zu Wort gekommen. Durch den Prozess ist erstmals über längere Zeit hinweg und auf breitester Ebene der italienischen Presse, also in den meisten italienischen Zeitungen, ist die Südtiroler Situation und die Südtiroler Geschichte dargestellt worden. Die Prozessführung war in der Hinsicht sehr fair, weil auch bei den Zeugenaussagen wurde die politische Motivation sehr berücksichtigt. Auch während der Zeugenaussage, dass da wirklich da eigentlich keine vom Präsidenten keine Grenzen gesetzt wurden in der Darstellung von der geschichtlichen Tatsache. Das wurde da lang einvernommen, auch der Obmann, der erste Obmann der Volkspartei, der Erich Amann, der Maniago und so weiter. Das war eine ganz lange Zeugeneinvernahme. Also da hat man wirklich. Und da war schon, glaube ich, auch irgendwie, sagen wir, die Absicht dahinter, dass das irgendwie auch in die Öffentlichkeit dringt. Und das hat auch der italienischen Regierung, auch denen, die bereit waren, jedenfalls entgegenzukommen, jedenfalls die Möglichkeit gegeben, einen Schatz für die Süd, denen hat man wirklich Unrecht zugefügt, der Faschismus, der Nationalsozialismus und die Option. Und da muss irgendetwas geschehen. Einerseits Wahrung des Prestiges, in dem die Organisation aufgedeckt worden ist. Andererseits Darstellung des Unrechts, was den Südtirolern geschehen ist in der Vergangenheit, bis herauf in die Gegenwart, wo man eben die Autonomie nicht erfüllt hat. Und das hat dann die neue Entwicklung eingeleitet. Das ist war wirklich der Prozess. Und ich glaube, das war eben auch, sagen wir, in dem Sinn, haben diejenigen, die dann da gelitten haben, die Leute, die eingesperrt worden sind, die Familien, haben ihren Beitrag geleistet. Kapitel 2: Der Auftritt Kerschbaumers vor Gericht. Der
Kerschbaumwoche ist fast zu einer, ich will jetzt nicht sagen, beliebten Figur von, aber jedenfalls hat man den eigentlich, er ist irgendwie mit Sympathie, auch, ich weiß, ich war ja mit den italienischen Kollegen bei Sammeln, den hat man mit Sympathie irgendwie betrachtet. Mit seinem Ernst, er hat alles sehr, sehr ernst dargestellt, aber man hat ihm eben abgenommen, dass er wirklich hundertprozentig ehrlich ist und dass er wirklich alles getan hat, damit Blutvergießen ausgeschlossen wird. Ne? Das hat natürlich eine positive Wirkung. Auch wenn dann das Urteil ihm gegenüber sehr hart ausgefallen ist. Ne? Aber immerhin, man hat doch dann in der Verurteilung doch akzeptiert, es sei nicht Anschlag auf Einheit des Staates, sondern auf die Anschlag auf die Verfassung. Also man hätte sagen wir nur ein besseres Autonomiesystem, was vielleicht in der Intention der meisten nicht der Fall, aber man hat wahrscheinlich schon gehofft, dass durch diese Aktion eine Grenzänderung möglich sei. Aber immerhin hat man die Straftat eben herabgesetzt. Aber nicht nur der Kasper, es waren viele andere, die sagen wir, einen sehr positiven Eindruck hinterlassen haben. Kapitel 3 Anklage und Verteidigung. Und wie gesagt, auch dann bei den Plädoyers hat auch der Staatsanwalt sehr ausführlich den ganzen geschichtlichen Hintergrund dargestellt, der Gresti. Ne? Und was auch schon auch entspannend gewirkt hat, nicht auf die ganze, auch der Zitrolung gegenüber. Unter den Advokaten, da muss man sich vielleicht noch das Plädoyer von Otto Finerzer in Erinnerung rufen, davon schreibt oder sagt heute niemand mehr was. Der hat, glaube ich, als erster gesprochen, der hat die schwersten Fälle gehabt, der hat die flüchtigen Angeklagten gehabt, nicht? Ich glaube, Wiedenmoser und also die Nordtiroler. Aber der hat ein geschichtliches Plädoyer hingelegt, das auch sehr gut angekommen ist. Ne? Angespielt auf das Mailand, auf Maria Theresia und so weiter. Und das hat denen auch irgendwie gefallen. Und auf den Vielvölkerstaat Österreich, er sagt in seinem Blut, er ist Ladiner und der Teil von seiner Mutter ist eine oder Urgroßmutter und Ungarn und so weiter. Das hat natürlich, dieses Plädoyer hat eine gute Wirkung getan. Nicht? Gut, da sind die verschiedenen anderen, die natürlich Detailprobleme oder Alibis und so weiter vorgebracht haben. Es ist ja wirklich da viel gearbeitet worden. Die Bass-Angeklagten werden in Mailand aber nicht nur von den bekanntesten Südtiroler Anwälten verteidigt, sondern im Verteidigungspool sitzen auch die renommiertesten italienischen Strafrechtler, wie etwa Pietro Nuvolone oder Ettore Gallo, der später Präsident des italienischen Verfassungsgerichtshofes wird. Die anderen Gallo, die haben halt mehr so die strafrechtlichen, die Sachen, die das sind mehr von der ganzen Prozedur und so weiter, haben die das mehr angepackt. Ne? Dazu kommen noch Strafverteidiger, die politisch völlig anderswo stehen wie die Bassleute, etwa der Sozialist Loris Fortuna oder der erklärte Kommunist Sandro Canestini. Gut, sagen wir, der Sandro Canestini war ein Verteidiger, der eben auch die politische und Motivation sehr stark in den Vordergrund gestellt hat. Der hat sehr positiv gewirkt. Ne?
Der Mann, der dem Prozess aber seinen Stempel aufdrückt, ist der Präsident des Gerichts, Gustavo Simonetti. Na, der Präsident Simonetti, der war durchaus den Prozess sehr fair und sehr intelligent geführt. Ne? Kapitel 4, das Urteil. In diesem Geist ist sommer dieser Prozess dann zu Ende gegangen. Die Strafen waren die Strafen waren ziemlich hart. Aber wo Zweifel waren, hat man Freisprüche ausgesprochen. Und man ist dann doch nach der Urteilsverkündung mit der Hoffnung nach Hause gefahren, dass doch früher oder später jedenfalls die schwer verurteilt worden sind, doch früher jedenfalls entlassen werden können, wenn sich das Klima entspannt. Ne? Diese Hoffnung war da. Man hat auch in dem Sinne versucht zu wirken. Ich habe mir immer überlegt, welchen Titel machen wir denn für die Zeitung heute. Nicht? Ja, und haben halt versucht, doch das Positive in den Vordergrund zu stellen. Im Haupttitel, im Untertitel haben wir dann harte Strafen und so weiter. Dass man jedenfalls eine Entspannung. Und ich glaube schon, diese Entspannung ist. Da hat wirklich alles irgendwie zusammengewirkt, dass man aus einer wirklich dramatischen Situation dann doch das Beste herausholt. Und da haben halt die auf italienischer Seite Moro, lokal möchte ich den Berloffa nennen, aber auch seine Mitstreiter da, Pasquale und so weiter. Auf Seite der Volkspartei natürlich Maniago, der da wirklich auch als Politiker, der die Sache in der Hand hat, irgendwie anerkannt worden ist von den Italienern. Und dann die Österreicher natürlich auch nicht. Und das, ich muss auch sagen, zum Großteil haben auch die Zeitungen eigentlich sehr fair berichtet. Nicht alle natürlich, aber jedenfalls es gibt immer auch sehr oberflächliche Journalisten, die dann irgendwie nur die Konflikte Situationen hervorgehoben haben, aber so im Großen und Ganzen ist, auch in den Wochenzeitschriften und so weiter, ist das schon sehr gut berichtet worden. Und wir waren ja mit den Leuten auch viel beisammen, nicht? Das hat auch irgendwie auch von uns. Ja, bei Rudolf hat ja fast, ich glaube, 2 oder 3 Tage gedauert, bis das Urteil verkündet worden ist. Ne? Aber man hat schon, mehr oder weniger hat man sich erwartet, dass es so ausfallen wird, dass da einige freikommen, dass einige jedenfalls eher mild behandelt werden und dass ein paar auch trotz, sagen wir doch, anerkennenswerten Haltung, nicht wie Kerschbaumer und so weiter, dass die schon jedenfalls strenge Strafen bekommen. Aber immerhin ist man doch mit der Meinung weggefahren von Mailand, dass man halt, ja, wenn sich die ganze Sache entspannt und wenn sich alles zum Positiven entwickelt, dass dann die auch früher aus der Haft entlassen werden. Mit dieser Hoffnung ist man weggegangen und mit diesem. Und es hat natürlich immer wieder auch andere Kräfte gegeben, auch bei uns, wo man eigentlich gern noch weiter geschürt hätte und so weiter. Und ich glaube, diese Auffassung haben wir jedenfalls nicht geteilt. Man. Ich habe zugleich für die Dolomiten gleich für die Dolomiten gearbeitet, zusammen mit dem Hans Kamper und dann auch für die Reihe habe ich jeden Tag einen Bericht gegeben. Und das muss ich auch sagen, in der Reihe als freier Mitarbeiter, man hat keine Zeile gestrichen. Also ich meine, ich muss sagen, da hat auch, sagen wir, in der Reihe, früher war viel größere Kontrolle da und so weiter vorher, aber hat damals schon, sagen wir, eine
Und das ist sicher eine Weisung auch gewesen von der Regierung, dass man halt auch keine Einschränkungen machen soll. Nicht? Also von der Regierung, sagen wir, die interessiert war auch, dass in der Öffentlichkeit bekannt wird, dass in Südtirol auch Unrecht geschehen ist in der Vergangenheit durch den Faschismus und so weiter. Nicht? Sicher waren viele nicht einverstanden mit unserer Berichterstattung. Nicht? Das glaube ich schon nicht. Manche hätten schon gern gehabt, dass wir da mehr auftreten. Sicher, glaube ich schon nicht. Ich meine, so, wir haben auch bestimmt nicht irgendwie ins Feuer hineingeblasen. Es waren sicher einige. Die Geschichte ist so gelaufen und wie gesagt, ich bleib bei dieser Meinung nicht, dass die Attentate an sich Italien umgebogen haben. Aber die ganze weitere Entwicklung und die Öffentlichkeitsarbeit, die durch diesen Prozess gemacht worden ist, dank eben auch dem Opfer der Leute, die da ins Gefängnis gekommen sind. Bombenjahre. Ein Podcast von Christoph Franceschini. Salto. 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 Salto.